Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, Ironie-Video, nenne ich das jetzt einfach mal. Heute geht es um acht Wege, um auf YouTube bekannt zu werden. Ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes sollte man sich natürlich einen YouTube-Kanal erstellen. Damit eröffnet man sich unendlichen Reichtum und man hat die Möglichkeit, bekannt zu werden. Zweitens, man tut auf allen sozialen Netzwerken jeden einzelnen Kontakt über den Kanal informieren und Werbung machen. Am besten tut man auch extra Programme dafür verwenden, damit man auch jeden in Skype anrufen kann. Ja. Als drittes, tut man in den Videos immer schön erwähnen, abonnieren, favorisieren, likeorisieren, bitte gebt dem Video einen 1000 Daumen hoch. Und das tut man das ganze Video durch erwähnt, dann ist der Erfolg garantiert. Viertens, Kommentare unter andere Videos schreiben, die ungefähr so aussehen. Schönes Video, würde mich freuen, wenn du auch mal bei mir vorbeischauen könntest. Oder noch dreister, ich habe dich abonniert, würde mich freuen, wenn du das auch machen könntest. Oder schaut bitte nicht auf meinen Kanal vorbei. Ja, am besten immer andere Leute damit nerven und immer damit zudrehen und schön Werbung machen. Am besten unter jedem Video, das stört auch keinen Menschen und ja. Fünftens, man macht voll die übertriebenen Titel. Auch Dinge, die teilweise gar nichts mit dem Video zu tun haben. Egal, man schreibt sie in Caps Lock hin. Vollkommen übertriebenen Titel, vollkommen unordentlich. Das tut den Reiz am Video ausmachen. Sechstens, man tut im Vorintro schon den kompletten Informationswert vom Video vorschneiden, der ziemlich kurz ist oder der schönste Punkt, sodass man einfach keinen Spaß mehr hat, das Video anzuschauen, weil die Lösung schon davor gezeigt wird. Egal. Siebtens. Man fängt an, Thumbnails zu machen. Am besten Thumbnails, die schön nackte Frauen zeigen, ne? Schön freizügig sind, damit auch jeder Vollidiot weiß, dass das nichts mit dem Video zu tun haben wird. Aber ich wette mit dir, zehntausende Leute werden auf das Video klicken, einfach nur wegen dem Thumbnail. Sehr schön. Super. Große Klasse. Ganz toll. Super. Achtens. Man fängt an, Gewinnspiele zu veranstalten. Man verlost zum Teil richtig übergigantische Sachen und wartet, ja, sobald ich die 5000er Abonnentengrenze überschritten habe, dann werde ich die Verlosung machen, ja. Und sobald du in die Bredouille kommst, irgendwas zu machen, tust du einfach geschickt einen zweiten Account erstellen und einen vollkommen unoffensichtlichen Kommentar schreiben, der dann zufällig danach ausgewählt wird. Super. Du kannst natürlich auch kleinere Sachen, wie so zum Beispiel andere Dinge verlosen, damit das Image nicht ganz in den Boden geht. Ich wette, mit diesen Gewinnspielen wirst du einen Riesenzudrang haben. Ja, das war ein kleines ironisches Video. Das Problem ist, die meisten Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, funktionieren perfekt und damit lassen sich wirklich viele Abonnenten machen. Ich persönlich finde das aber nicht gut, zumindest nicht für meinen Kanal. Ich möchte nicht Zuschauer haben, die einfach wegen bestimmten Thumbnails, die ich jetzt nicht noch weiter ausführen möchte, auf mein Video klicken und was vollkommen anderes sehen. Ich möchte, dass Leute meine Videos angucken, weil sie sie mögen und nicht einfach irgendwas vorlügen und vorgaukeln. Weil ich weiß nicht, wie kann man sich eine Community aufbauen mit diesen Wegen und deswegen mag ich das nicht. Wenn das welche machen, können sie das gerne machen. Ich muss es aber nicht gut finden und ich muss auch diese Person nicht zwangsläufig deswegen jetzt hassen. Aber es muss mir auch nicht immer alles gefallen. Vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr das jetzt fandet. Fandet ihr das zu krass? Ich fand es nicht so krass. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, dass ihr reingeschaut habt und ciao.